Gut. Ist kurz geruckelt. Kann man denn hier noch was machen? Nö. Gehen wir doch wieder raus. Jetzt haben wir wenigstens eine Schachtel Cornflakes mit einer Polizeimarke darin. Da nach unten kann man nicht gehen. Gehen wir wieder den Gang entlang. Dann hole ich mir noch einen Becher. Weil das ärgert mich ein bisschen, dass wir den nicht mehr haben. Ich will auch unbedingt Seife mitnehmen. Gut, Der ist genauso siffig wie der letzte. Und bestimmt genauso nutzlos. wenn sie wieder unter dem Wasserhahn hält, dann ist er wieder nutzlos, ja. Oh, na gut, das war ja ich, was gesagt habe. Da halt mal drunter. Dann gehen wir mal runter. Drunter, runter. Hui, ein Gitter. Da ist eine Tür. Sesam, öffne dich! Keine Reaktion. Das war wohl der falsche Spruch. Genauso wie beim Ventilator. Du müsstest halt eben Abracadabra oder Simsalagrim oder sowas sagen. Dann funktioniert das so. Oder Hex Hex Blim Blim, Sabirina Spring. Nee. Hier nehmen wir eine Kartoffelbrei benutzen. Die ist verschlossen. Na, dachte ich mir schon. Wenn wir dann hier bei dem schönen Stromzeichen reingehen. Jetzt kommt schon wieder die Zeit, wo ich nicht mehr reden kann. Ui, wir sind in einer Folterkammer. Rede mit Stuhl. Hast du noch einen letzten Wunsch, Django? Ich würde gerne nicht hingerichtet werden, wenn's geht. Nicht doch lieber ein paar Pokémon-Sammelkarten? Django, Django, Kakari, Vishna, Asumi-sama. ja, Entschuldigung. Das ist kein Möbel. Das ist der Dr. Marcelsche Gehirnverflüssiger. Also, ja, Elektrosturm und Verflüssigen. Gut, verstehe. Also das Lied, was haben die meisten wahrscheinlich nicht gekannt, das ist ein Lied, das... Ich hätte gerne eine Cola, den Maximum Cheese ohne Gurke und einmal die Altölfritten. Cool. Das, was ich gerade erzählen wollte, bevor ich da unüberlegt drauf gedrückt habe, war nämlich, dass wir dieses Lied letztens in der Schule gelernt haben. Beziehungsweise letztens, ja, letztes Jahr halt. Bin ja schon wieder eine Zeit lang aus der Schule raus. Das ist halt ein afrikanisches Kinderlied, bei dem man so Grüß Gott und so sagt, ja. Also, benutze Kontrolle. Da bräuchte ich schon Hilfe von jemandem, der sich damit Und auskennt. den werden wir vielleicht noch kennenlernen. Reden mit Scheitor. Aktivieren. Aktivieren. So funktioniert das offensichtlich nicht. Vielleicht brauche ich einen Der hat Fachmann. auch keine Sprachsteuerung, Edna. Muss hingehen und benutzen. Das sollte ich lieber dem Na Fachmann gut, musst du überlassen. halt Dr. Marcel holen. Das ist ja anscheinend der Fachmann für alles. Captain Unbrauchbar, was sagst du denn zum Stuhl? In diesem Bild erlangt Captain Unbrauchbar vorübergehend die Fähigkeit, seinen Gegnern kleinere Stromstöße zu verpassen. Im nächsten Bild zieht er die Wollsocken allerdings schon wieder aus. Ja, die Fähigkeit habe ich auch manchmal, wenn ich Wollsocken trage oder solche Schuhe, die das auch können. Kontrolle. Captain Unbrauchbar kann allein Kraft seiner Gedanken den Kontostand kontrollieren. Ach, schau doch nicht so traurig, Captain. Nein, durch seine Gedanken kann er den Kontostand kontrollieren. Wow. Würde ich auch gern können. In diesem Bild erlangt Captain Unbrauchbar vorübergehend die Fähigkeit, seinen Gegnern kleinere Stromstöße zu verpassen. Im nächsten Bild zieht er die Wollsocken allerdings schon wieder Das aus. gleiche. Langweilig. Harvey, was hast du, sagst du denn? Was hältst du davon, Harvey? Das muss der Kapitänsstuhl sein. Na dann, Mr. Havok, Energie. Energie. Moment mal kurz, ich muss mal husten, dafür schalte ich mal die Aufnahme aus und bin gleich wieder da. Ich hoffe, es funktioniert. Bis gleich. So, wieder da. Hoffe ich jedenfalls. Jetzt hört sich meine Stimme ein bisschen kratzig an. Moment. So, jetzt hoffentlich nicht mehr. Entschuldigung.
Also, ich gehe mal die Tür hinaus. Ja, geh die Tür hinaus. Dankeschön. Und ja, es ist, glaube ich, auch schon wieder Zeit, dass wir mal wieder eine Pause machen. Also dann, bis gleich. Also bis zur nächsten Folge. Heute werden wahrscheinlich wieder 2 Folgen Edna rauskommen. Mal sehen, wie es mit meiner Stimme hinhaut. Jo, also bis zur nächsten Folge einfach. Egal, ob sie heute oder morgen rauskommt. Und bis zur nächsten Folge. Und euch noch einen schönen Tag. Tschüss. So, und das sind wir ja auch schon wieder. Ich habe die letzte Folge so geschnitten, dass es mitten dann aufhört und jetzt geht's einfach wieder so weiter. Ja, wir waren hier stehen geblieben. Wir sind hier in diesen Elektroraum reingegangen mit dem Stühlchen und da in die Tür kommen wir nicht rein. Warum? Das erfahren wir auch noch. Euch nicht, wundert euch bitte nicht, ich habe gerade einen Hustenbonbon drin, da mein Hals gerade sehr kratzt und ich will ja noch ein paar Folgen mehr für euch aufnehmen. Also gehen wir mal Trip ab. Trip up, Trip auf, Trip, Trip auf. Ui. Na, wer bist denn du? Und wieso hast du einen kaputten Hörer in der Hand? Juppie. Juppie Jupster. Ja, wie? Reden wir mal mit ihm. Hallo? Hallo? Er reagiert nicht. Ist wohl gerade in einem sehr wichtigen Gespräch. Kann man ihn benutzen? Nein, das könnte er missverstehen. Ja, genauso wie wenn man den geilen Hasen benutzen. Hm? Nein, das könnte er missverstehen. Okay, aber ansehen kann man doch. Er telefoniert. Ja, das habe ich doch schon gesagt, ein wichtiges Gespräch. Ich kann mich schon langsam in die Psyche der Irren hier einfügen. Polizeimarke auf Juppie. Hallo? Hallo? Er reagiert nicht. Woher weiß sie eigentlich, dass er Juppie heißt, wenn wir noch gar nicht mit dem Kerl geredet haben oder uns mal vorgestellt haben? Ja. Fragen über Fragen. Comic hilft auf Juppie. Hallo? Hallo? Er reagiert nicht. Na gut. Dann erspare ich mir das mal. Ich verwende bloß noch Harvey auf ihn. Hallo? Hallo? Okay. Er reagiert nicht. Er reagiert nicht. Selbstverstanden. Er wird wohl auf gar nichts reagieren, auch Harvey wird nichts zu ihm sagen. Also gehen wir mal runter. Runter, Trepp ab. Kennt ihr schon das neue Wort, Trepp ab? Da ist bestimmt Trepp auf. Nee, geh jetzt zur Treppe. Na super. Da ist wieder eine Pflanze, da können wir wieder Pflanzen verschönern. Erstmal ein paar formschöne Löchlein. Käse-Ecken, wisst ihr schon? Und dann mal so dranhauen. Und ein seltsames Geräusch. Ich glaube, ich habe eine neue Musikrichtung entdeckt. Botanic Bongo! Botanic Bongo, ja, jetzt Pflanzenbongo. Ja, ich schreibe noch drauf. Wenn ich mein Gebiet markieren will, dann mache ich das anders. Darf ich fragen, wie? Ich hinterlasse einen bleibenden Eindruck durch meinen Charisma. Ja, ich müsste auch langsam mal. Einen bleibenden Charakter hinterlassen, oder was musst du haben? Reden mit der Sitzecke. Gruppe, Sitzgruppe. Sitzt es sich da bequem? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Anscheinend nicht so sehr. Immer die benutzen. Das ist weder der Ort noch die Zeit, um eine Pause einzulegen. Okay, okay. Kann man die ansehen. Diese Stühle verursachen Wirbelsäulenschäden. Und weil sie sich so schlecht verkaufen, werden sie in Arztpraxen und öffentlichen Einrichtungen aufgestellt. Damit die Patienten sich da drauf hocken, während sie warten und noch mehr über Rückenschmerzen klagen und natürlich noch mehr zum Arzt gehen. Der sitzt bereits lebenslänglich. Der Stuhl oder wer? Captain Unbrauchbar. In diesem Bild versucht sich der Captain an die Nummer seines Schreiners zu erinnern. Hat er die nicht aufgeschrieben oder wie? Also Captain Unbrauchbar, du bist echt so unbrauchbar. Diese Sitzgruppe hat sie noch alle. Im Gegensatz zu gewissen anderen Personen.
Ja, ich habe eins mehr. Kann man denn da drauf kritzeln? Edna, der Stuhl ist wohl reserviert. Kann man denn das Bild da oben auch? Wozu? Es würde niemandem auffallen. Stimmt schon. Aber wenn du Edna drauf schreibst, dann fällt schon jemand auf. Was hältst du davon, Harvey? Eine Herde Galapagos-Schildkröten. Woran erkennt man Galapagos-Schildkröten? Sie laufen nicht weg, wenn man wild mit den Armen rudert. Ich meine, sie laufen nicht weg, wenn man eine Standardgreifbewegung ausführt. Na, das will ich sehen. Hui, Galapagos-Schildkröten. Ja, ich kenne zwar die Galapagos-Schildkröten ein bisschen anders. Also, die sind ja die Schildkröten, die bis zu 1000 Jahre alt werden können oder so. Also ziemlich alt, 1000 vielleicht nicht, aber ein paar hundert bestimmt. Ja, aber Stühle sind sie bestimmt. Was hältst nicht. Du davon, Harvey? Ich sehe den Kopf von Dr. Marcel auf einem Schaschlikspieß. Und ich sehe ein gut aussehendes Bugs Bunny-Double mit Hunger auf Schaschlik. Der Künstler hatte offenbar eine kranke Fantasie. Also das ist bestimmt Marcells Kopf, das ist der Schaschlikstab und das ist der Bunny, der ihn gerade aufschließt. Bestimmt. Gehe zu Gang. Oh, willkommen. Was ist da dahinter? Keine Ahnung. Machen wir da durch. Sie läuft ja immer noch barfuß rum. Bin ich ein bisschen kalt, liebe Edna? Ui, wir sind in der Küche gelandet und... Ah, komm mal wieder ein paar Sachen reden und benutzen und ansehen und... Hallo Topf, was macht die Suppe? Oh, du kennst das ja. Küche zu vor sich hin, nicht? Hm? Ja. Mummel, 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 mummel. Ne, Küche zu vor sich hin, ne? Ne, Topf. Ich koch mir lieber mein Extrasüppchen. Okay, kannst du mit dem auch reden? Ich kann damit nicht reden. Es ist keine mundgerechte Portion. Ach so, deshalb. Ich kann mal schon. Kann man bestimmt. Der kommt mit. Hey, wir nehmen einen Topf mit. Praktisch. Was denn da hier? Nee. Topflappen. Hallo, ihr Lappen. Ich wollte auch immer nach Lappland. Aber dann bekam ich die Masern und wurde von einem wahnsinnigen Psychologen gekidnappt. Schließlich wurde mein Gedächtnis gelöscht. Darum bin ich nie dazu gekommen, nach Lappland zu reisen. Vielleicht nächsten Sommer. Bestimmt, liebe Edna, bestimmt. Aber wir haben benutzen. Hier an der Wand nutzen sie mir gar nichts. Dann nehmen wir sie halt mit, wenn du das unbedingt willst. Hört. Ich habe mit den Handtüchern auch. Ich rede aus Prinzip nicht mit Handtüchern. Es sei denn, sie sind aus Frotti. Aber nur, weil sie aus Frotti sind. Nein, meine Hände sind gerade richtig schmutzig. Kann ich verstehen. Also gut, ich hatte nur vor, die Folge hier voll zu machen. Eigentlich hatte ich im Gefühl, dass ich es in der letzten Folge schon geschafft habe. Also ich wollte eigentlich in der letzten Aufnahme zwei Folgen aufnehmen, gleich zusammen, aber anscheinend hatte ich es nicht geschafft. Nun ist es soweit, dass es hoffentlich jetzt ausreicht. Ich habe, glaube ich, noch 10 Minuten gemacht. Ich habe natürlich wieder mal nicht auf die Uhr geguckt. Wir speichern hier mal wieder. Ich denke mal hier. Bin aber nicht so sicher. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis gleich. Also bis morgen. Ciao.